Mannes gegen die bestehende Ordnung. Die erste Revolution auf deutschem Boden. Wir fürchten nur Gott und sonst niemanden. An ihrer Spitze steht kein Feldherr, sondern ein Pfarrer. Thomas Müntzer. Im Angesicht der riesigen Übermacht bleibt nur die Hoffnung. Die Söldner der fürstlichen Heere ziehen bestens gerüstet in die Schlacht. Kriegserprobte Kavallerie und Kanonen sollen Thomas Münzers Heer der Bauern zur Aufgabe bewegen, noch bevor der Kampf beginnt. Allmächtiger Gott, was sollen wir gegen diese Armee ausrichten? Mit Forken gegen Kanonen? Die machen uns doch nieder. Der Prediger Münzer trägt kein Schwert. Seine schärfste Waffe ist das Wort. Liebe Brüder, verzagt nicht! Wir werden siegen, wie einst David über Goliath gesiegt hat! Wollt ihr göttliche Gerechtigkeit? Wollt ihr Freiheit? Also dann, nieder mit den Fürsten! Kanonen laden! Der Macht der Fürstenarmee haben die Bauern nicht mehr entgegenzusetzen, als ihr Gottvertrauen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. In Frankenhausen entlädt sich ein Konflikt, der den Kontinent seit über 100 Jahren immer wieder in Atem hält. Zwischen Herrschern und Beherrschten, Adel und Bauern. Immer wieder flammen Aufstände auf, auch im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Zwickau, 4 Jahre vor der Schlacht von Frankenhausen. In diesem Dom erregt der Prediger Thomas Münzer zum ersten Mal Aufsehen. Das ehemals katholische Gotteshaus ist nun protestantisch. Und von der Kanzel fordern Männer wie Münzer nicht nur eine neue Kirche, sondern auch die Freiheit der Gläubigen. Doch wie weit soll sie reichen? Das Pfarramt in Zwickau verdankt Thomas Münzer dem Reformator Martin Luther. Luther hatte das Machtstreben der Kirchenfürsten angeprangert und sich von Rom abgewandt. Denn aus der Angst um das Seelenheil hatte der Klerus ein Geschäft gemacht. Und der Papst verdiente an dem Ablasshandel gut. Um zur Gnade zu gelangen, brauche es keinen Mittler zwischen Gott und den Menschen, sagt Luther. Daraufhin wird er vom Papst zum Ketzer erklärt und mit einem Bann belegt. Die einfachen Menschen feiern den Reformator als Volkshelden. In 1521, auf dem Reichstag zu Worms, soll er vor Kaiser und Klerus seine Lehren widerrufen. Doch er weigert sich und gewinnt die Unterstützung wichtiger Fürsten, die selbst nach mehr Unabhängigkeit von Kaiser und Papst streben. Des Dr. Martin Luther aus Wittenberg. Gestützt auf die Bibel bietet Luther den Mächtigen die Stirn. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, kann und will ich nichts widerrufen. Es ging um die Reformation der Kirche. Und man könnte sagen, gegen Rom und das Traditionelle. Und da waren viele dabei, die später, wie es dann später herauskam, eigentlich andere Akzente hatten. Und Münzer war ein Profilierter von denen. Während Luther seine Schriften auf dem Reichstag in Worms verteidigt, ist Münzer gezwungen, Zwickau wegen seiner Überzeugungen zu verlassen. Seine radikalen Predigten gehen selbst den Anhängern der Reformation zu weit, sorgen in der Stadt für Unruhe. Ketzer!
Münzer will mehr als die Kirche reformieren. Er will eine Gesellschaft, in der nur der Glaube der Menschen zählt, nicht ihr Stand. Denn vor Gott seien alle gleich, nicht erst im Himmel, sondern schon auf Erden. Muss auf die Reform der Kirche nicht auch die Reform der Gesellschaft folgen? Münzer gibt nicht auf. Er will kämpfen für die Wahrheit in der Welt, wie er sagt. Nachdem er Zwickau den Rücken kehrt, zieht Münzer fast 2 Jahre durch ein Land im Aufbruch. Die Pestepidemien des Mittelalters sind überstanden. Im Reich der Deutschen leben wieder 15 Millionen Menschen und auch die Städte wachsen. Während hinter ihren Mauern Handwerk und Handel das Bild bestimmen, sind es außerhalb der Städte Ackerbau und Viehzucht. Die Deutschen sind vor allem ein Volk von Bauern. Alles, was sie zum Leben brauchen, müssen sie der Natur mühsam abbringen. Der ewige Wechsel von Säen und Ernten bestimmt ihren Alltag. Ein zeitgenössisches Gedicht beschreibt das Leben auf dem Land. Wie soll mir armen Bauern geschehen? Ich muss ackern, schneiden, mähen, dreschen, Holz hacken auch dazu. Hab weder Tag noch Nacht, kein Ruh. Die Bauern stellen sich ja die größte Sozialgruppe im Reich dar. Über 90% gehören diesem Stand an. Freilich gibt es innerhalb des Bauerntums erhebliche soziale Unterschiede. In Allgäu etwa oder in Friesland haben wir ein freies, zum Teil außerordentlich wohlhabendes Bauerntum. Und in anderen Bereichen, insbesondere in Oberschwaben, ist mit der Leibeigenschaft eine relativ neue und für die Bauern erniedrigende Lebenssituation eingezogen. Leibeigene sind meist Bauern, die ihre Abgaben nicht leisten konnten und ihr Leben einem Grundherrn verschreiben mussten. Wenn der Leibeigene stirbt, müssen die Hinterbliebenen das spärliche Erbe mit dem Grundherrn teilen. So sehen sie oft selbst einer Zukunft in Unfreiheit oder Armut entgegen. Edler Herr, was wollt ihr von uns? Ich möchte euch mein Beileid aussprechen. Und dann möchte ich natürlich meinen Erbteil einfordern. Ihr wisst doch sicher, ihr seid mir die Hälfte eures Besitzes schuldig. Aber wovon sollen wir leben? Ich flehe euch an. Der Herr im Himmel hat den Kindern ihren Vater und mir meinen Mann genommen. Und jetzt nehmt ihr noch von dem Wenigen, das uns geblieben ist. Soll dein Mann zur Hölle fahren? Wie meint ihr das? Nur wer auf Erden seine Schuld bezahlt, wird erlöst werden und kommt ins Himmelreich. Die Angst vor dem Fegefeuer schüchtert die Untertanen noch immer ein. Wir gehen! Wie sollen sie sich wehren, wenn sich die Grundherren an ihrem Hab und Gut bedienen? Die Kuh nehmen wir mit. Der Teufel soll dich holen, du Menschenschänder. Nach wie vor ist das Leben geprägt von der mittelalterlichen Ständeordnung. Mit Kaiser und Papst an der Spitze, gestützt von Adel und Klerus, dann Händler und Handwerker. Doch getragen wird die größte Last vom Bauernstand. Stolberg im Harz. Hier wurde Thomas Münzer 1488 oder 89 geboren. Er entstammt einer bürgerlichen Familie. Man kommt mit der Familie Münzer im weiteren Umkreis in Stolberg bis Mitte des 15. Jahrhunderts zurück. Das sind kaum arme kleine Leute. Das sind mindestens Mittelbürger oder gar zum städtischen Großbürger in dieser kleinen Stadt Stolberg. Und man kennt ihre Wohnsitze. Die waren meistens um den Markt herum. Und da wohnten eben wirklich die einflussreichen Bürger. Und aus seiner Familie waren Erzprüfer, auch ein Münzmeister dabei. Aber seine Eltern kennt man nicht. Diesen Münzer zieht es schließlich nach Sachsen,
Das Kurfürstentum sieht sich als Schutzmacht der Reformation und trägt wesentlich zu ihrer Verbreitung bei. Kurfürst Friedrich der Weise, sein Bruder Johann der Beständige und sein Neffe Johann Friedrich der Großmütige, die drei sächsischen Landesherren sehen Luthers Reformation als Chance, den Einfluss des katholischen Kaisers zurückzudrängen und die eigene Macht auszubauen. Auf der Wartburg genießt der Reformator Martin Luther ihren Schutz. Hier entsteht sein wichtigstes Werk, die Übersetzung der Bibel in die deutsche Sprache. Für die Menschen ist die Lutherbibel eine Offenbarung. Erstmals können sie das Wort Gottes in ihrer Sprache lesen. Die Bibel auf Latein konnten meist nur Geistliche verstehen. Und Jesus setzte sich in der Heiligen Schrift finden sich auch die Bauern wieder. Dort, wo von Freiheit und Gerechtigkeit die Rede ist. Neben der Wartburg und Wittenberg, den Wirkungsstätten Luthers, schafft Thomas Münzer im kursächsischen Altstädt ein weiteres Zentrum der Reformation. Die kleine Landstadt ist eingekreist von katholischen Territorien, dem Herzogtum Sachsen und der Grafschaft Mansfeld. In Altstädt will Münzer seinen eigenen Ideen zum Durchbruch verhelfen. Er bezieht eine Wohnung im Wigberti-Turm, Trutzburg seiner radikalen Reformation. Münzer macht Luther Konkurrenz. Als erster Prediger hält er den gesamten Gottesdienst auf Deutsch. Brüder, Schwestern, zahlreich seid ihr gekommen. Münzer hat von Mal zu Mal mehr Zuhörer. Und so soll es sein, denn wir wollen das Wort Gottes feiern. Gemeinsam, aber nicht auf Latein. Hier, in Altstädt, verkünde ich sein Wort in eurer Sprache. Zum ersten Mal verstehen die Menschen, was das Evangelium ihnen sagt. Lasset uns singen und unseren Herrn preisen. Das Predigerseminar in Braunschweig. Hier wird bis heute eine Originalausgabe von Münzers deutscher Messe aufbewahrt. Die Braunschweiger Ausgabe ist eine der wenigen, die erhalten sind. Dass sie überhaupt gedruckt wurde, belegt, dass Münzers Wirken weit über die Grenzen Altstädts hinausstrahlte. Münzer, der hier in Braunschweig in der Frühzeit der Reformation als Priester tätig war, hat als erster konsequent alle gottesdienstlichen Abläufe ins Deutsche übertragen, sogar die mittelalterlichen gregorianischen Gesänge. Damit ist er zum Wegbereiter geworden, dass bald danach und fast überall nicht mehr lateinisch gesungen und gebetet